Den dänischen Behörden zufolge soll aus dem Leck an der geborstenen Pipeline Nord Stream 2 kein Gas mehr austreten. Die dänische Energieagentur teilte auf Twitter mit, dass sich der Druck in der Erdgasleitung, die von Russland nach Deutschland verläuft, stabilisiert habe. Daraus lasse sich schließen, dass kein Gas mehr austrete. Aus den insgesamt 4 Lecks an den beiden nicht mehr genutzten Ostsee-Pipelines waren seit Montag ununterbrochen große Mengen Methan ausgetreten und an die Meeresoberfläche geströmt.